So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Einige waren schon bei der ersten Runde einer Anhörung da. Wir haben heute zwei Anhörungen hier im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Das ist die Anhörung zu den wichtigen Themen. Einer zuerst zu einem dicken Bericht, dem Armuts- und Reichtumsbericht, dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Lebenslagen in Deutschland, auf Drucksache 19/1180. Zum Antrag der Fraktion Die Linke, Programm für soziale Gerechtigkeit, Konsequenzen aus dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht. Zu einem weiteren Antrag der Fraktion Die Linke, Jedes Kind ist gleich viel wert, Aktionsplan gegen Kinderarmut. Und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Teilhabe statt Armut, alle Menschen am Wohlstand beteiligen. Ich begrüße ganz besonders Sie, die Sachverständigen, die schon Stellungnahmen eingereicht haben. Herzlichen Dank dafür. Die Stellungnahmen liegen auch auf Ausschussdrucksache 19/1180 vor. Und wir wünschen uns von Ihnen, dass wir heute in der Stunde, die wir hier haben, anderthalb Stunden sogar, die wir hier haben, uns sagen, wie Sie die vorliegenden Vorlagen beurteilen. Wie immer darf ich Ihnen zum Ablauf der Anhörung Erläuterungen geben, die viele jetzt schon kennen. Aber ich sage es nochmal, es ist wahrscheinlich die letzte Anhörung in dieser Wahlperiode. Und wir sind der Ausschuss, der zusammen mit dem Innenausschuss die meisten Anhörungen gemacht hat. Aber falls jemand zum ersten Mal da ist, sage ich nochmal, dass Ihnen ein Schlüssel vorliegt, wie die zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten genau aufgeteilt wird. Zwei Befragungsrunden der Fraktionen. Dabei wechseln die Fragesteller nach jeder Frage, möglichst eine Frage, eine Antwort und möglichst klar sagen, an wen man diese Frage richtet. Am Ende machen wir wie immer eine freie Runde von 5 Minuten, wenn sie denn nötig ist, wo nochmal unerledigte Fragen von allen zu Wort kommen können. Ich begrüße jetzt die Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Dr. Oliver Perschau. Vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Frau Dr. Judith Niehus. Vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Herr Dr. Holger Stichnot. Genau, danke für die Einladung. Gerne. Vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, Frau Dr. Anita Tiefensee. Ja. Von der Bundesagentur für Arbeit, Frau Eva Strobel. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Herr Martin Künkler. Vom Deutschen Caritasverband, Herr Dr. Thomas Becker. Von der Arbeiterwohlfahrt, Herr Ragnar Hönig. Vom Paritätischen Gesamtverband, Herr Dr. Joachim Rock. Von der Nationalen Armutskonferenz, Frau Barbara Eschen. Und als Einzelsachverständiger heiße ich herzlich willkommen Herrn Professor Dr. Horst-Dieter Westerhoff sowie Herrn Bernhard Bogmann. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen und wir beginnen hier immer direkt, um Zeit zu sparen. Wir haben auch keine Eingangsstatements, dafür haben Sie ja auch Ihre schriftlichen Stellungnahmen abgegeben. Auch dafür nochmal vielen Dank. Herr Professor Dr. Zimmer bestreitet die CDU-Fragerunde bislang alleine, deshalb rufe ich ihn jetzt schon mal auf und vermute auch für die nächsten Fragen. Bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Die CDU-Fraktion versucht heute durch Klasse das wettzumachen, was sie an Masse nicht auf den Tisch bringen kann. Die erste Frage geht an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und an das Institut der Deutschen Wirtschaft. Die dem Armuts- und Reichtumsbericht zugrunde liegenden Forschungsarbeiten zeigen einerseits, dass der Aspekt der Leistungsgerechtigkeit in der Bevölkerung größte Akzeptanz besitzt und gleichzeitig in den letzten Jahren die Einschätzung an Gewicht gewonnen hat, dass für den individuellen Erfolg der familiäre Hintergrund zunehmend wichtiger ist. Welche Konsequenzen sollten Ihrer Ansicht aus diesem Befund gezogen werden? Bevor Sie antworten, hat noch jemand ein Mikro an? Genau, Herr Dr. Stichnot. Wenn Sie es immer ausschalten nach Ihrem Beitrag, ist die Akustik besser. Und gefragt ist die BDA. Herr Dr. Perschau, bitte sehr. Frau Griese, recht herzlichen Dank. Herr Zimmer, recht herzlichen Dank für Ihre Frage. Unseres Erachtens muss künftig ein deutlich stärkeres Gewicht auf dem Thema Bildung, Beschäftigung und Aufstiegschancen gelegt werden, statt letztendlich den weiteren Ausbau der Umverteilung anzustreben. Denn ganz zentral ist bei diesem Aspekt, den Sie angesprochen haben, dass eine gute Schulausbildung ein wesentlicher Faktor für künftige Beschäftigungs- und Verdienstperspektiven ist. Darauf weist uns insbesondere auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hin, dass der Bildungsstand des Elternhauses für den Bildungserfolg der Kinder immer noch wesentlich ist. Das ist aus unserer Perspektive. Und wir haben dazu auch ein ausführliches Papier, unsere Kollegen aus der Bildungsabteilung, mit den bildungspolitischen Leitlinien bis 2030 ausgegeben, dass dieser Aspekt der Chancengerechtigkeit mit Blick auf die Bildungspolitik, dass die Defizite dort abgebaut werden müssen. Denn eins ist klar, mit einer verbesserten Chancengerechtigkeit lässt sich dann auch die Einkommensmobilität verbessern, auf die Sie ja letztendlich angesprochen haben.
Wo kann man nun ansetzen? Ganz wesentlich ist, dass man besonders früh ansetzt, nämlich bei der frühkindlichen Bildung, weil da letztendlich die größten Defizite auch bestehen, auch gerade mit Blick auf, sagen wir mal, Familien mit Migrationshintergrund. Da wissen wir auch ganz genau, dass die Probleme, die pflanzen sich ja letztendlich fort. Und unser Problem ist, was wir ja auch heutzutage noch immer haben, dass wir einen noch deutlich zu hohen Anteil von jungen Erwachsenen haben, die aus der Schule rausgehen, ohne einen entsprechenden Schulabschluss zu haben. Deswegen ist es ganz wichtig, im frühkindlichen Bereich anzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die zweite Frage ging an das Institut der Deutschen Wirtschaft. Frau Dr. Niehus, bitte sehr. Ja, wenn ich dem dann noch hinzufügen darf, also zunächst einmal, Sie haben es ja schon zu Beginn gesagt, ist, glaube ich, auch festzustellen, dass der Armuts- und Reichtumsbericht ja erst einmal gezeigt hat, dass wir eine eigentlich sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren gesehen haben, aber trotzdem, was ja auch in dem Antrag der Linken festgestellt wurde, wir gesehen haben, dass wir trotz der positiven Beschäftigungsentwicklung zumindest keine signifikant steigende soziale Mobilität erkennen und sich da, wie Herr Perschow schon gesagt hat, da dann tatsächlich Handlungsbedarf zeigt, weil soziale Mobilität und Gerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit sind wichtig. Also wenn Chancengerechtigkeit erfüllt ist, dann zeigen Befragungen, dann wird Ungleichheit auch eher akzeptiert. Also wenn die Bürger sehen, dass und Einkommensunterschiede auf Leistung zurückgehen und nicht auf Umfelder, dann werden Einkommensunterschiede akzeptiert und auch, sind auch gewünscht. Und anzusetzen ist da, also wie die Forschung gezeigt hat, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung, weil je früher man ansetzt, das wurde jetzt ja bereits gesagt, desto höher ist sozusagen der Erfolg für die zukünftigen Entwicklungschancen. Und jetzt insbesondere vor dem Hintergrund der Flüchtlingsmigration, der erhöhten Zuwanderung. Und man sieht ja auch, dass gerade die Armutsanstiege den leichten Armutsanstieg, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass davon ausschließlich die Bevölkerung mit Migrationshintergrund betroffen ist, dass da natürlich der Sprachförderung und Integrationsbemühungen und individueller Förderbedarf angesagt sind. Also deswegen sind wir haben jetzt auch ein Papier zu gerechtigkeitspolitischen Herausforderungen herausgebracht, wo wir explizit sagen, dass in dem Bereich der Bildung, insbesondere in den jüngeren Jahren, erhöhter Handlungsbedarf ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Zimmer. Dankeschön. Eine Frage an den Sachverständigen Professor Westerhoff. Wie erklären Sie sich, dass die Entwicklung der Ungleichheit und der sozialen Mobilität in der breiten Öffentlichkeit als ungünstiger wahrgenommen wird, als die sozioökonomischen Daten dies nahelegen? Inwieweit lässt dies auf konzeptionelle Probleme in der Armutsforschung schließen? Herr Professor Westerhoff, bitte sehr. Danke. Jetzt könnte ich natürlich ein großes Seminar halten über diesen Sachverhalt. Ich möchte aber... Wir sind hier in der Anhörung, da muss man leider kurz antworten. Ja, ich möchte zwei Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist die, es gibt ja immer wieder den Hinweis, dass zwischen dem Beruf und der Bildungssituation der Eltern und dem Bildungsabschluss der Kinder ein enger Bezug herrscht. Und ich möchte darauf hinweisen, dass man diesen Sachverhalt doch etwas deutlicher hinterfragen sollte. Denn zu meiner Zeit, ich gehöre einem Jahrgang an, wo 5% der Jugendlichen ein Abitur machten, heute sind es über 50, da macht das früher wohl eine deutliche, auch bewertbare Zusammenhang gewesen ist. Heute würde ich den nicht mehr so sehr eng sehen. Denn man muss ja natürlich trennen hier A, den Mobilitätszusammenhang und den allgemeinen Anstieg der Abiturs- oder die Abschlussgrößen. Und man kann sich das in einem Gedankenexperiment sehr klar machen. Wenn Sie 100% Eltern, eine 100% Elterngeneration haben mit einem höherwertigen Berufsabschluss und die Kinder haben ebenfalls einen höherwertigen Berufsabschluss, dann wird natürlich diese Aussage wird natürlich etwas ad absurdum geführt. Das heißt also, hier müsste deutlich mehr differenziert werden zwischen einem allgemeinen Trend der höheren Berufsabschlüsse und der Frage der sozialen Mobilität. Dankeschön. Vielen Dank. Und die nächste Frage stellt wieder Danke. Professor Zimmer.
Dankeschön. Diesmal geht es an das Institut der deutschen Wirtschaft und das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Wie bewerten Sie die Entwicklung der Einkommensvermögensverteilung in den vergangenen 4 Jahren, soweit das mit den Daten bereits abbildbar ist, im Vergleich zu dem längeren Zeitraum der letzten 2 Jahrzehnte? Und Zusatzfrage, wenn man das über die letzten 2 Jahrzehnte noch weiterführt, sagen wir mal auf die Zeit, auf die unmittelbare Nachkriegszeit bis heute, welches Bild ergibt sich dann? Zuerst Frau Dr. Niehus vom Institut der deutschen Wirtschaft, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Zimmer. Also zunächst einmal, wenn wir uns die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung in den letzten Jahren anschauen, dann ist es ein weitgehend unbestrittener Befund, dass seit mindestens 2005 sich die Einkommensungleichheit nicht mehr statistisch signifikant verändert hat. Wie ich gerade schon angedeutet hatte, sehen wir jetzt in den letzten Jahren einen leichten Anstieg der Armutsgefährdungsquote, der darauf zurückgeht, also der insbesondere auf die Situation der gestiegenen Zuwanderung zurückgeht. Aber da sehen wir ganz deutlich, dass sich die Verteilungssituation stabilisiert hat. Wenn man das jetzt vergleicht mit Zeiten der Wiedervereinigung, also letzten 2 Jahrzehnte, dann ist es in der Tat so, dass wir ein höheres Ungleichheitsniveau beobachten als noch zu Beginn der 90er Jahre. Wenn man jetzt einen längerfristigen Blick nimmt, also zumindest was die Einkommensverteilung angeht, dann ist es schon eher ein einhelliger Befund, dass wir in Zeiten der Nachkriegszeit eher eine Einkommensverteilung in Form einer Pyramide hatten. Also das tatsächlich entsprechend, also wie es immer noch in der Wahrnehmung der Bürger vorherrscht, wir eine Verteilung hatten, wo der größte Teil der Bevölkerung im unteren Einkommensbereich verortet war. Von dieser Verteilung haben wir uns im längerfristigen Betrachtungszeitraum wegentwickelt. Jetzt ist es eindeutig so, dass egal wie man es abgrenzt, die Mittelschicht die größte Gruppe der Einkommensverteilung darstellt, auch wenn die Wahrnehmung in der Gesellschaft eine andere ist. Das heißt, im sehr längerfristigen Trend ist es eine positive Entwicklung der Einkommensverteilung mit Blick auf die Wiedervereinigung. Gibt es aufgrund der zunehmenden Veränderungen durch Globalisierung, Tertiarisierung, angestiegene Qualifikationsniveau, gibt es einen leichten Anstieg, den wir aber stabilisieren konnten. Mit Blick auf die Vermögensverteilung, da ist es so, dass gerade im kurzfristigen Zeitraum entgegen der weitläufigen Annahme die Niedrigzinsphase nicht zu einer Vergrößerung der Vermögensungleichheit geführt hat. Also da gibt es Daten von der EZB 2010 bis 2014. Die Vermögensungleichheit hat nicht zugenommen. Und auch mit Blick auf das letzte Jahrzehnt hat die Ungleichheit der Vermögensverteilung nicht zugenommen. Und Herr Dr. Stichnot ist noch gefragt. Genau, ich habe es relativ einfach, weil wir die gleichen Daten haben. Also ich will da nichts korrigieren an den Aussagen. Vielleicht sozusagen eine deutsche Besonderheit, dass wir natürlich jetzt, wenn wir über die Pyramide sprechen, dass es halt um Westdeutschland geht, dass wir in Ostdeutschland natürlich noch eine extrem egalitäre Vermögensverteilung hatten, im Teil des Staatsgebiets in Deutschland auf dem aktuellen. Und das Zweite kann ich auch nur bestätigen, dass wir im Prinzip jetzt für den 5. Armut- und Reichtumsbericht uns angesehen haben, was in den letzten Jahren passiert ist, im Prinzip seit 2005, 2006, dass erstaunlicherweise im Prinzip trotz Finanzkrise, trotz Wirtschaftskrise, dass man die Zerlegung, die man für den 4. Armut- und Reichtumsbericht noch machen konnte, dass im Prinzip sämtliche Faktoren, die man sich vorstellen kann, also zum einen die Krise selbst oder die Veränderung der Haushaltsstruktur oder andere Sachen, Migration, dass die im Prinzip letztlich keinen großen Treiber darstellen für die letztlich doch stabile Entwicklung. Also es ist nicht so, dass da Sachen in verschiedene Richtungen gewirkt hätten, die sich gegenseitig aufgehoben hätten, sondern im Prinzip findet man halt im Prinzip kaum Determinanten hinter diesem recht stabilen Bild. Als nächste fragt Frau Schmidt, die CDU-CSU-Fraktion hat sich verdreifacht. Herzlich willkommen. Das wird sie auch nach dem 24. September tun. Aber verdreifacht ist jetzt ein bisschen vermessen, finde ich. Ich darf mal zurückkommen zum Armuts- und Reichtumsbericht. Insbesondere zu der Abteilung Reichtumsbericht. Wir sprechen ja viel über die Armen, aber wir sprechen jetzt auch mal über die Reichen. Und zwar möchte ich gerne die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fragen und auch Frau Dr. Niehus vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das BMAS hat ja in dem Forschungsvorhaben die Genese des Vermögens bei Hochvermögenden untersucht. Wie bewerten Sie diese Befragungsergebnisse, besonders unter dem Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit? Herr Dr. Perschau, bitte. Frau Griese, recht herzlichen Dank. Frau Schmidt, recht herzlichen Dank für Ihre Frage. Nun,
Der Bericht weist ja selbst darauf hin, es werden ja 150 Hochvermögende befragt. Das ist, sagen wir mal, schon ein wichtiger Ansatzpunkt. Aber im Bericht wird ja selbst darauf hingewiesen, dass diese Umfrage, dass diese Befragung nicht repräsentativ ist. Also von daher möchte ich mal bezweifeln, ob man auf dieser Basis überhaupt Verallgemeinerungen treffen kann. Und dann stellt sich mir noch eine andere Frage. Der Sachverständigenrat hatte auch im letzten Jahresgutachten auf eine Studie vom DIW verwiesen, Bönke, das ist ein Professor an der FU, die mit Blick auf die Zusammensetzung, woher kommt denn letztendlich die Vermögensbildung, dass eher zwei Drittel aus der eigenen Leistung herauskommen, während Erbschaften eher ein Drittel ausmachen. Und Ihre Frage zielt ja auch darauf hinaus, was eigentlich welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Nun wissen wir ja auch, das Bundesverfassungsgericht hat ja mit Blick auf die Konstellation Erbschaftssteuer geurteilt. Verschonungsregelungen mit Blick auf Betriebsvermögen, sofern sie, sagen wir mal, entsprechende gesamtwirtschaftliche Begründung haben. Hier ist es der Erhalt der Arbeitsplätze, unterliegt der Verschonung. Alles andere, also rein nur Geldvermögen, würde ja grob gesprochen dann auch der entsprechenden Besteuerung unterliegen. Also das heißt, das würde sich dann auch in den entsprechenden Zahlen wiederfinden. Ich finde an der Stelle, das hat auch die Diskussion im Kontext der Symposien gebracht, auch insbesondere das letzte, was vielleicht auch so ein Punkt wäre, wo man noch weiter Daten erheben sollte bzw. berücksichtigen sollte beim Vermögen, wäre die Sache mit den Rentenanwartschaften. Die fehlen ja vollkommen. Also das heißt, wir haben ja mit Blick, wenn man so den internationalen Vergleich so führt, fällt ja deutlich auf, dass Deutschland bei der Vermögenskonzentration im oberen Drittel liegt. Dazu gehören aber allerdings auch die skandinavischen Länder. Jetzt wissen wir, dass diese Länder ein ausgeprägtes System der sozialen Sicherung haben. Also das heißt, das wird eine entsprechende Konsequenz auch dafür haben, dass die Konzentration bei uns und auch bei den Skandinaviern relativ hoch halt ist. Und wenn man das, sagen wir mal, mit berücksichtigt, wird auch das entsprechende Ausmaß, der entsprechende Gini-Koeffizient deutlich reduziert werden. Also das wäre auch noch so ein Punkt, der meines Erachtens in der Betrachtungsweise niemals oder nicht vernachlässigt werden sollte. Vielen Dank. Danke. Herr Zimmer, bitte. Entschuldigung, Frau Niehus ist auch noch gefragt zum gleichen Thema. Entschuldigung, bitte. Dann werde ich nur noch kurz hinzufügen. Also es gab ja die Befragung zu den Hochvermögenden. Also Erkenntnis über die Verteilung von Reichtum, also wissenschaftliches Erkenntnis ist sicherlich immer hilfreich. Und ich glaube, da gibt es auch viele Bestrebungen, weiter Daten über Hochvermögende zu sammeln. Aber ich glaube, da hat man auch wieder deutlich gesehen, also in der Befragung hatte sich gezeigt, dass der wichtigste Grund, so ein hohes Vermögen aufzubauen, oder die häufigste Antwort für den wichtigsten Grund Unternehmertum sei, aber auch Erbschaften häufig genannt wurden mit als Grund für den Vermögensaufbau. In der Berichterstattung standen dann nur die Erbschaften im Fokus. Und wie er gerade auch schon gesagt hatte, die andere Studie hatte auch gezeigt, dass Erbschaften nicht den größten Anteil des Vermögens ausmachen. Und da zeigt sich einfach eine verzerrte Darstellung der Ergebnisse. Und die Studie hatte auch eindrücklich gezeigt, dass die Hochvermögenden beispielsweise deutlich länger arbeiten, also eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden hatten die in ihrer Befragung angegeben. Und vielleicht dann noch etwas zu den Erbschaften. Also wie schon gesagt, in der Studie der FU Berlin wurde gezeigt, dass sie nur ein Drittel des Vermögens ausmachen, wobei man da Einschränken hinzufügen muss, dass am ganz oberen Rand da die Informationen wie bei Befragungen üblich nicht ganz gesichert sind. Aber Erbschaften haben auch gar nicht eindeutig einen ungleichheitserhöhenden Effekt auf die Vermögensverteilung. Weil Erbschaften, also zwar selbst wenn Erbschaften für Reichere absolut höher sind, spielen sie, wenn jetzt im unteren Vermögensbereich Leute etwas erben, eine deutlich höhere Rolle für die Ungleichheit. Und so haben Untersuchungen auch schon für einen früheren Armuts- und Reichtumsbericht gezeigt, dass Erbschaften durchaus einen reduzierenden Effekt auf die Ungleichheit der Vermögensverteilung haben können. Vielen Dank. Jetzt Professor Zimmer, bitte. Ich will da noch mal konkret bei Herrn Dr. Perschau nachfragen. Ich habe Sie richtig verstanden, dass wenn man die Renten kapitalisiert betrachten würde,
also sozusagen als Vermögen, das kapitalisierbar ist, dann die Vermögensverteilung in Deutschland eine andere wäre, als sie jetzt in der öffentlichen Diskussion dargestellt wird? Herr Dr. Plaschau, bitte sehr. Erstmal vielen Dank für Ihre Nachfrage. Ja, das ist der Fall. Das zeigt diese Studie von der FU Berlin, dass dann die Ungleichheit um 25% niedriger liegen würde. Vielen Dank. Nächste Frage. Auch Professor Zimmer, bitte sehr. Dann mache ich gleich weiter. An die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Es ist ja in der Wahrnehmung auffällig, dass über alle sozialen und Altersgruppen hinweg das Armutsrisiko in der Ruhestandsphase am höchsten ist, obwohl der Anteil der Personen, die Mindestsicherungsleistungen beziehen, in diesem Alter, Lebensalter am niedrigsten ist. Welche Schlussfolgerungen sind Ihrer Ansicht nach aus diesem Befund zu ziehen? Für die BDA, Herr Dr. Perschau, bitte sehr. Frau Krise, recht herzlichen Dank. Herr Zimmer, vielen Dank für Ihre Frage. Das ist natürlich, sagen wir mal, mit der Betriebssuche jetzt so eine Sache, woher diese Wahrnehmung letztendlich kommt. Also ich könnte mir das ist jetzt so im Sinne einer Plausibilitätsüberlegung, vorstellen, dass wir in der letzten Zeit hatten wir ja eine rege Diskussion mit Blick auf das Rentenniveau, die demografisch bedingte Notwendigkeit, dass das Rentenniveau abgesenkt wird. Das wird ja immer fälschlicherweise, wird ja daraus der Schluss gezogen, dass auch die absoluten Renten sinken und dann sozusagen von der Wahrnehmung der Person besteht natürlich, sagen wir mal, die entsprechende, möglicherweise die Angst, dass man selbst davon betroffen ist. Fakt ist natürlich, dass mit dem demografischen Faktor der Anpassungssatz lediglich gedämpft wird. Also von daher wäre das, sagen wir mal, auch so ein Punkt, was in der öffentlichen Diskussion stärker artikuliert werden sollte. Vielen Dank. Als Nächste. Ja. Frau Litzius, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Deutschen Caritasverband, Dr. Thomas Becker und Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, Dr. Holger Stichnoth. Bei den verschiedenen Sozialindikatoren sind zurzeit gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen, zum Beispiel ein leichter Anstieg der Armutsrisikoquote trotz rückläufiger Arbeitslosigkeit. Und hier meine Frage, wie beurteilen Sie die Situation in der Gesamtschau und welchen Handlungsbedarf leiten Sie gegebenenfalls aus dieser Ansicht daraus ab? Für die Caritas, Herr Dr. Becker, bitte sehr. Gut, die Armutsrisikoquote wurde ja schon diskutiert. Uns als Caritas interessiert natürlich besonders die Menschen, die jetzt schon lange im Bezug sind. Und wir haben circa 1 Million Menschen, die seit Einführung von Hartz IV, seit 2005 ununterbrochen im Bezug von Hartz IV waren und keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hatten. Und dieser Block oder diese Menschen, die brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit, weil sie hatten bisher alle Maßnahmen haben nicht gefruchtet oder sie haben nicht die richtigen Maßnahmen bekommen. Das Wichtigste sind da nochmal 200.000 von dieser 1 Million, wo als IAB zum Beispiel von ausgeht, dass bei ihnen auch wirklich keine Vermittlung im ersten Arbeitsmarkt mehr möglich ist. Und da fordern die Wohlfahrtsverbände schon lange, dass wir bei den Arbeitsgelegenheiten zum Beispiel oder beim Passiv-Aktiv-Transfer wirklich Neuerungen durchführen, um uns dieser Gruppe zuzuwenden. Weil das ist klar, wenn diese Leute auch nicht mehr dem Arbeitsmarkt oder dem ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dann können sich die Quoten ändern, wie auch immer. Da bleibt unten einfach viele, viele Menschen, die keine Teilhabe haben. Und dann Herr Dr. Stichnoth für genau. die Frage noch. Ja, bitte sehr. Wir sind anders als die Verbände natürlich nicht so gut vorbereitet, was die Handlungsempfehlungen angeht. Vielleicht in meiner Stellungnahme sozusagen eher sozusagen eine negative Handlungsempfehlung oder ein Punkt, der generell zu bedenken ist. Im Prinzip geht es ja bei dem, was Sie angesprochen haben, haben wir einerseits eine positive Entwicklung, Rückgang der Arbeitslosigkeit. Andererseits schlägt sich das nicht unbedingt in der Armutsrisikoquote nieder. Ein Vorschlag, der dann halt oft gemacht wird, ist im Prinzip da direkt am Lohnsetzungssystem anzuknüpfen. Das ist, habe ich auch geschrieben, das muss man nicht dogmatisch verurteilen. Aber grundsätzlich sind aus Sicht der Ökonomen, sozusagen aus Sicht der reinen Lehre, ist es halt immer problematisch, über Mikrokorrekturen am Preissystem, und dazu gehören auch die Löhne oder dazu gehört auch die Mietpreisbremse, was zu machen, weil dadurch halt wieder Nebenwirkungen entstehen. Also sozusagen nur als Punkt, den wir da zu bedenken gegeben haben, weil dass man im Prinzip, wenn man mehr verteilen möchte, umverteilen möchte, was ich persönlich durchaus auch sehr begrüße, dann sollte man aus meiner Sicht an relativ wenigen transparenten Instrumenten ansetzen, die halt möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Und da ist sicherlich die Einkommensteuer
die unmittelbar an der Leistungsfähigkeit ansetzen kann, ist halt ein gutes Instrument. Und aus meiner Sicht ist zu bedenken, ob man nicht lieber an einer zentralen Stelle umverteilt und nicht halt durch zahlreiche Eingriffe in das Preis- und Lohnsystem. Vielen Dank. Als nächstes, das ist die Runde. Ach, nein. Gut. Wieso steht da jetzt 22? Wieso steht da jetzt? Ja, aber was, ich habe es nicht gesehen, wie es ausgegangen ist. Das war die Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Dann kommen wir zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und es beginnt Frau Kolbe. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Sachverständige, meine Frage geht jetzt zunächst an Frau Tiefensee vom WSI und an Herrn Künkler vom DGB. Die Frage ist gerade schon mal angeklungen bei Herrn Professor Zimmer ganz am Anfang, dass sich das Gefühl breit macht in der Bevölkerung und auch gespiegelt wird im Armuts- und Reichtumsbericht, dass es mit der Leistungsgerechtigkeit nicht mehr so weit her ist, dass nicht mehr den größten Einfluss macht, was einer kann und wie viel sich jemand anstrengt, sondern eher vermutet wird, dass der familiäre Hintergrund eigentlich wichtiger geworden ist in der. Und mich würde interessieren, wir haben schon einige Antworten gehört, welche Konsequenzen Sie beide aus diesem Befund ziehen würden, was Sie der Politik raten würden. Und ich würde Sie gerne einladen, wenn Sie mögen, auch nochmal, weil ich daran noch mental hänge, an der Aussage von Frau Niehus, dass Erbschaften sich nicht negativ auf die Vermögensverteilung auswirken würden. So habe ich Sie zumindest verstanden. Wenn Sie mögen, können Sie sich gerne dazu auch noch äußern. Dann zuerst für das WSI, Frau Dr. Tiefensee, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Für mich sind an dem Punkt zwei Aspekte sehr relevant. Das ist zum einen tatsächlich auch die Bildung, wie es schon ausgeführt würde, und zum anderen aber tatsächlich Erbschaften und Schenkungen. Zur Bildung möchte ich nur noch hinzufügen, dass sie natürlich ein Schlüssel für gut bezahlte Beschäftigung ist, aber tatsächlich weder in die Top 1% der Einkommensverteilung noch der Vermögensverteilung einen Zugang gewährleistet in der Regel, sondern da sind tatsächlich dann familiäre Netzwerke zum Beispiel ein wichtiger Punkt. So, ein anderer wichtiger Punkt ist aber, wir haben gehört, Bildung ist gekoppelt an die Bildung des Elternhauses. Bildung sichert normalerweise auch ein hohes Einkommen und dann auch die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Der Punkt ist, wenn das bei den Kindern so ist und auch bei den Eltern schon so war, sprich hohe Bildung, hohes Einkommen, hohes Vermögen, resultiert das in der Regel auch in hohe Erbschaften. Und aus meiner eigenen Forschung weiß ich, dass tatsächlich auch Haushalte mit hohem Einkommen am Ende dann auch eine hohe Erbschaft bekommen und das eben dann auch der Unterschied sein kann zwischen man kann sich Mitte 30 ein Haus kaufen oder man kann es eben nicht. Wir wissen auch, dass Erbschaften und Schenkungen in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind, sie aber aktuell kaum besteuert werden. Ja, und es stimmt, die untere Grenze vom Vermögen, das aktuell vererbt wurde, ist wahrscheinlich ein Drittel. Aus methodischer Sicht ist es, wie gesagt, nur eine untere Grenze. Wenn man sich aber die Haushalte anguckt, die schon eine Erbschaft bekommen haben, da sind es bereits 50% vom Vermögen. Und dann ist immer noch natürlich die Frage, schaut man sich die Sachen relativ oder absolut an? Natürlich gibt es eine größere absolute Ungleichheit dadurch, dass es Erbschaften gibt. Und abschließende Bemerkung ist, wenn man das Einkommen hoch besteuert, warum besteuert man dann nicht auch leistungsloses Einkommen in Form von Erbschaften und Schenkungen? Danke. Entschuldigung. Dann haben wir noch für den DGB Herrn Künkler. Bitte sehr. Ja, Frau Kolbe, Sie haben ja angesprochen, wie sich Wahrnehmung in der Bevölkerung verändert hat, dass es da zusehends ein Gerechtigkeitsproblem gibt. Ich will darauf hinweisen, aus Sicht des DGBs haben wir ja da kein Wahrnehmungsdefizit, sondern die Wahrnehmung beruht ja durchaus auf Fakten. Ich will nur die beiden Stichworte nennen, den engen Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und familiärem Kontext und sozialer Herkunft oder aber auch den familiären Kontext bei den Erben. Aus Sicht des DGBs haben wir da schon ein sehr großes Gerechtigkeitsproblem, wenn zwei Drittel der Hochvermögenden angeben, dass die Erbschaft sehr relevant für ihren Vermögensaufbau gewesen ist. Und der DGB würde sich sehr dafür aussprechen, um hier zu mehr Gerechtigkeit zu kommen, hohe Erbschaften verbessert und stärker zu besteuern. Vielen Dank. Als nächste Frau Schmidt, bitte sehr. Kommen wir von den Reichen zu den Armen. Ein Thema, das uns ganz besonders umtreibt, ist das Thema Kinderarmut. Und in dem Kontext möchte ich gern Herrn Hönig von der Arbeiterwohlfahrt fragen,
ob denn eine eigenständige Kindergrundsicherung die Teilhabemöglichkeiten von Kindern verbessern kann und man mit dem Ausbau der sozialen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche mehr für Chancengleichheit erreichen kann. Herr Hönig, bitte sehr, für die Arbeiterwohlfahrt. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, die AWO setzt sich seit vielen Jahren für eine Kindergrundsicherung ein. Wir haben eine Vielzahl von familienpolitischen Leistungen, die letztlich dazu führen, dass Kinder ungleiche Startchancen haben. Lassen Sie mich ganz symptomatisch beispielsweise auf das Kindergeld verweisen. Hier wird das Kindergeld bei bedürftigen Familien voll auf den Unterhalt der Kinder, auf den lebensnotwendigen Bedarf der Kinder angerechnet. Bei Familien, die aus ihrem Einkommen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können, steht das Kindergeld zusätzlich zur Verfügung. Und die Familien, sage ich mal, die mit Spitzenverdiensten, die können zusätzlich eben durch steuerfreie Beträge profitieren. Das ist aus unserer Sicht symptomatisch dafür, dass wir gerade bei Kindern und zur Vermeidung von Kinderarmut große Schritte tun müssen. Wir setzen uns als AWO für die Kindergrundsicherung ein. Zum einen muss die bestehen, wie Sie zu Recht sagen, aus ausreichenden materiellen Leistungen. Aber wir brauchen zum anderen auch eben eine soziale Infrastruktur, die allen Kindern gleiche Chancen auf soziale Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglichen. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Rützel. Bitte sehr. Ich möchte den Herrn Professor Dr. Bockmann fragen, und zwar besonders auffällig ist ja die Wahrnehmung quer über die ganzen sozialen und Altersgruppen hinweg, dass ein Armutsrisiko gerade in der Ruhestandsphase am höchsten ist, obwohl genau dann der Anteil der Personen, die Mindestsicherungsleistungen beziehen, in diesem Lebensalter am niedrigsten ist. Welche Schlussfolgerungen sehen Sie aus diesem Zusammenhang und welchen Befund kann man daraus ziehen? Ja, vielen Dank. Professor Buchmann, bitte. Dankeschön. Ich rufe Sie auf, das erkläre ich hier auch noch mal, weil die Menschen, die das abschreiben müssen, es dann leichter haben, wenn ich Ihren Namen wiederhole. Entschuldigen Sie, Frau ein bisschen formell, aber es hilft, weil es wird immer schon heute alles abgetippt. Das ist eine ganz grandiose Leistung der Mitarbeiter und dann machen wir es Ihnen so. Einfach ist es nicht, aber so leichtgängig wie möglich. Bitte sehr. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass ich da beim Armutsrisiko der Älteren auch deutliche Unterschiede verbergen. Wir haben auf der einen Seite gewissen Abstand zur Armutsrisikoquote insgesamt, aber wir haben auch bestimmte Gruppen unter den Älteren, die besonders stark vom Armutsrisiko betroffen sind. Das sind beispielsweise Personen mit Migrationshintergrund, die teilweise eben auch nicht die entsprechenden Leistungen, also Rentenansprüche haben aufbauen können. Das sind aber auch aufgrund ihrer Lebenslage alleinlebende Personen. Und ich denke, dass wir müssen sozusagen da ein bisschen runtergehen unter die Ebene sozusagen des reinen Altersvergleichs und auf spezifische Problemlagen hinkommen. Und das bringt mich zu eigentlich einem weiteren Punkt, dass die Problematik der Altersarmut vermutlich noch stärker bevorsteht, als wir sie im Moment noch wahrnehmen. Auch hier würde ich aber für ein differenziertes Bild plädieren. Auf der einen Seite haben wir Personengruppen, die voraussichtlich von Altersarmut in Zukunft stärker betroffen sein werden, als das für dieselben Personengruppen früherer Geburtskohorten gilt. Beispielsweise die Männer in Ostdeutschland, die von Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren und deshalb eben nicht genügend Rentenpunkte sammeln konnten. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise die westdeutschen Frauen, die in weitaus stärkerem Maße jetzt in den aktuellen Geburtskohorten, die jetzt in die Rente gehen, Rentenpunkte gesammelt haben, als das bei früheren Kohorten der Fall war und die deshalb weniger stark vom Risiko der Altersarmut betroffen sein werden. Also auch hier ein Plädoyer dafür, ganz genau hinzugucken. Vielen Dank. Als nächster Herr Kapschak, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an Professor Bockmann. Ich möchte noch mal zurückkommen auf den Aspekt Bildung und soziale Mobilität. Der ist ja schon verschiedentlich angesprochen worden. Sie haben an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, in dem festgestellt worden ist, dass im Vergleich verschiedener Alterskohorten sich bei der jüngsten Generation im Vergleich zu deren Eltern die Aufstiegsmobilität in der Bildung nicht verbessert hat.
und beim beruflichen Status sogar verschlechtert hat. Worauf führen Sie das zurück und was sind aus Ihrer Sicht die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis? Herr Professor Bogmann, bitte sehr. Dankeschön. Wir haben in der Tat jetzt drei Kohorten angeguckt. Das sind die erste Kohorte waren diejenigen, die von den 40er bis ungefähr 1960 geboren sind. Die zweite Kohorte der 60er Jahre und dann die dritte Kohorte ab 1970. Und in der Tat stellt man dort fest, dass es hinsichtlich der beruflichen Mobilität teilweise das Phänomen gibt, dass die intergenerationale Übertragung des beruflichen Status sozusagen stärker wird in den jüngeren Geburtskohorten im Verhältnis zu den älteren Geburtskohorten. Das ist zum Teil auch, in Ostdeutschland, also den neuen Bundesländern, stärker der Fall, als das in Westdeutschland der Fall ist. Hier ist sozusagen ein bisschen was passiert nach der Wende, was die soziale Mobilität angeht. Aber tatsächlich sehen wir ja, dass die Wichtigkeit des Elternhintergrundes für die eigenen Bildungsentscheidungen und damit auch für das berufliche Fortkommen in der Zukunft ganz fundamental ist. Das sehen wir also auch noch am aktuellen Rand. Daher kommt es aus meiner Sicht sehr stark darauf an, dass wir eben die Bildungschancen von Personen, die aus einem Haushalt kommen, mit Eltern, die jetzt nicht Abitur haben, dass wir diese Voraussetzungen noch mal deutlich stärken und auf diese Art und Weise dann auch zu einer höheren Mobilität beitragen können. Vielen Dank. Als nächster Herr Paschke, bitte sehr. Ja, danke schön. Meine Frage richtet sich an Martin Künkler vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wenn ich mir die realen Bruttostundenverdienste anschaue der Jahre 1995 und 2015, dann stellen wir fest, dass die unteren vier Dezile der Einkommen nicht gestiegen sind, sondern geringer sind als 1995 im Real. Welche Erklärung haben Sie für diese Entwicklung und hat der Rückgang der Tarifbindung auch damit zu tun und welchen Handlungsbedarf sehen Sie? Herr Künkler für den DGB, bitte sehr. Danke. Der Armutsbericht analysiert ja meiner Meinung nach richtig, dass die Lohnspreizung eine ganz zentrale Ursache für bestehende Ungleichheit ist. Und Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass gerade die unteren vier die Ziele eben nicht aufholen konnten, sogar noch weiter abgehängt wurden. Wir würden zwei Faktoren als wesentlich ansehen für die Entwicklung. Wir haben in dem genannten Zeitraum auch eine immense Zunahme der prekären Beschäftigung, die wir als eine Ursache sehen für die zunehmende Lohnspreizung. Klammer auf, großes Lob bei dem Armutsbericht, dass atypische Beschäftigung jetzt erstmals sehr prominent und ausführlich analysiert wurde, Klammer zu. Also prekäre Beschäftigung wäre die eine Ursache aus unserer Sicht. Und daraus ergibt sich natürlich auch unmittelbar eine Handlungsempfehlung, die darauf beruhen würde, prekäre Arbeitsformen zurückzudrängen, insbesondere aus unserer Sicht die sozialrechtlichen Spezialregelungen bei den Minijobs abzuschaffen und insbesondere auch sachgrundlose Befristungen abzuschaffen. Weil wir sehen gerade im Bereich der Befristungen, dass wir da einen Zustand von einer dauerhaften Probezeit haben, die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer schwächt und die Machtasymmetrie auf dem Arbeitsmarkt zugunsten der Arbeitgeber verschiebt. Vielen Dank. Und noch eine kurze Frage von Frau Kolbe, bitte. Ja, ganz kurz an Herrn Hönig von der AWO zum Entstehungsprozess des Armuts- und Reichtumsberichts. Wie haben Sie die Beteiligung empfunden zu diesem Armuts- und Reichtumsbericht und auch das Transparentmachen von Ergebnissen auf der Homepage? Herr Hönig, bitte sehr. Vielen Dank. An dieser Stelle darf ich wohl vor allem dem Ministerium, aber auch der Politik Anerkennung von Seiten der AWO entgegenbringen. Über die Jahre hat sich vor allem in diesem Beraterkreis, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit eingespielt, die es allen uns auch vor allem der AWO, aber auch den anderen Verbänden ermöglicht hat, bereits im Vorfeld des schriftlichen Verfassens des Berichtes wichtige Punkte einzubringen in den Entstehungsprozess. Wir sehen auch den transparenten Umgang der Studien, die Veröffentlichung im Internet mit großer Anerkennung und würden uns freuen, wenn dieser Weg weitergegangen wird.
Vielen Dank. Das war die Fragerunde der SPD-Fraktion. Wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da beginnt Frau Kipping. Bitte sehr. Ja, einen schönen guten Tag. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Rock. In dem Bericht gibt es ja auch Abhandlungen zu den gegenseitigen Wechselwirkungen von Ungleichheit und der politischen, der demokratischen Teilhabe. Was wissen wir darüber? Was findet sich davon im Bericht und was womöglich nicht? Herr Dr. Rock für den Paritätischen, bitte sehr. Ja, vielen Dank. In der Tat wurde in der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung eine verdienstvolle Studie der Uni Osnabrück und meinem Forscherteam um Armin Schäfer in Auftrag gegeben zur Responsivität der deutschen Politik in einem langen Zeitraum, im Zeitraum von 1998 bis 2015, also richtig aussagekräftige Ergebnisse. Und der kam zu den doch aus meiner Sicht dramatischen Schlussfolgerungen, dass wir eine Schieflage in der Entscheidungsfindung haben zu Lasten der Armen, dass wir systematisch verzerrte Entscheidungen tatsächlich zulasten der Ärmeren haben und umgekehrt, dass die Interessen Reicherer überdurchschnittlich berücksichtigt werden und das ein Stück weit auch eine Erklärung für uns sein könnte für dieses Armutsparadoxon. Und es wurde auch gesprochen von einem Teufelskreis aus mangelnder Berücksichtigung deren Interessen und dann weniger Partizipation auf deren Seite. Das ist für die demokratische Entwicklung ungemein besorgniserregend und es war ein Verdienst, dass das BMAS in seinem ersten Entwurf, das schonungslos thematisiert hat. Leider taucht das in dieser Offenheit, wie es auch im Bericht dann vorgekommen ist, nicht mehr im abschließenden Bericht auf, sondern nur noch in Teilen. Wir denken, wenn man eine solche Studie in Auftrag gibt, dann steht es einer Regierung auch gut zu Gesicht, dann die Ergebnisse auch in dieser Offenheit tatsächlich in den Bericht zu übernehmen. Und wir denken, da haben wir ein hohes Maß an Handlungsbedarf an uns alle gerichtet, um die Interessen der Betroffenen stärker zu berücksichtigen. Das geht darüber beispielsweise, dass wir die Beteiligung der Armutsbetroffenen an diesem Prozess noch viel stärker, als es jetzt erstmals schon geschehen ist, tatsächlich entwickeln müssen, dass wir auch öffentlich die Berichte und diese auch unbequemen Ergebnisse im Plenum des Bundestages diskutieren müssen. Die Eule der Minerva beginnt ja gerne erst in der Dämmerung ihren Flug, aber dass wir jetzt in der letzten Ausschusssitzung wahrscheinlich dieses Ausschusses erst diesen Bericht besprechen, der ja eigentlich zu Beginn zur Mitte der Legislaturperiode dann vorgelegt werden sollte, um dann daraus auch politische Schlussfolgerungen ziehen zu können. Das sollte aus unserer Sicht eine Motivation sein, um tatsächlich sich sehr viel intensiver den Interessen der Armutsbetroffenen zu widmen. Vielen Dank. Als nächstes ist Frau Zimmermann dran. Bitte sehr. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf dieses sogenannte Armutsparadox eingehen. Welche Befunde enthält der Bericht zum sogenannten Armutsparadox, dass wir auf der einen Seite die steigende Armut haben und auf der anderen Seite die wachsende Wirtschaft und Beschäftigung? Und gibt es überhaupt eine solide Informationsbasis, um Armut zu bekämpfen? Vermutlich an Herrn Dr. Rock. Bitte sehr, Herr Dr. Rock. Vielen Dank auch dafür. Der Bericht dokumentiert dieses Paradox, er erklärt es aber nicht und er gibt auch keine weiterführenden Hinweise, um Armut wirksam zu bekämpfen. Es werden schon einzelne Ziele formuliert, das ja, aber sie bleiben unverbunden. Es fehlt tatsächlich an einem umfassenden Gesamtkonzept, um da nachhaltige Effekte zu erzielen. Nehmen wir die Kinderarmut. Wie lange haben wir schon dieses erschreckend hohe Maß an Kinderarmut und wie wenig und wie gering ist die Bilanz, da tatsächlich in einer Phase der wirtschaftlich günstigen Entwicklung etwas nachhaltig dran geändert zu haben. Da müssen wir dran arbeiten. Und wenn die Frage gestellt wird, haben wir denn die Daten, um da tatsächlich auch wirksame Maßnahmen zu machen, dann sagen wir nein. Diese Daten fehlen uns an vielen Stellen in ganz erheblicher Weise. Im Bericht liegt das zum Teil an der Lebenslagenforschung. Da wird sehr stark auf die einzelne individuelle Lebenslage geschaut. Aber politische, wirtschaftliche und strukturelle Fehlentwicklungen geraten darüber aus dem Blick. Und wenn wir andere Maßnahmen nehmen, nehmen wir das Bildungs- und Teilhabepaket, das ja aus dem Bundeshaushalt sehr stark finanziert wird. Da haben wir bis heute keine einheitliche Statistik über die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen innerhalb des Bundes. Wir haben bis heute keine bundesweite Wohnungslosenstatistik, die wir bräuchten, obwohl Länder wie das Land Nordrhein-Westfalen bis auf den Wohnungslosen genau ja angeben können, wie viele es da gibt. 21.065 Wohnungslose waren es laut der Landesberichterstattung in Nordrhein-Westfalen da. Da sieht man, man hat die Zahlen, wenn man sie will. Eine solche Grundlage brauchen wir und auch die verdeckte Armut
Armut müsste viel stärker tatsächlich erforscht werden, damit wir eine Datengrundlage haben, auf der wir dann auch Armutsbekämpfungspolitik machen können. Das war die Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und Herr Strengmann-Kuhn beginnt, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Eschen von der Nationalen Armutskonferenz. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem vorgelegten Bericht? Und worauf würden Sie hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen Prioritäten legen? Frau Eschen, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Der Armuts- und Reichtumsbericht zeigt ja einige Disparitäten auf, an denen man durchaus gut weiterarbeiten kann. Er zeigt eben auf, dass einerseits insgesamt die Einkommen und die Vermögensverhältnisse sich in Deutschland gut entwickeln, aber eben andererseits sich die Haushalte mit dem unteren Einkommen negativ entwickeln und sich die Armut verfestigt, und zwar sowohl bei denen, die Transferleistungsbezieher sind, als auch bei denjenigen, die eben arbeiten, aber in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Deshalb hat die Nationale Armutskonferenz da einige Forderungen, die ich jetzt hier nennen möchte. Zum einen geht es um den Bereich der Arbeit. Arbeit allein reicht nicht. Nicht die Vermittlung ist der Erfolg, sondern es muss eine armutsfeste Arbeit sein. Das heißt, Arbeit mit einem anständigen Mindestlohn, Arbeit mit Tarifbindung, Arbeit in Sozialversicherungspflicht. Zweites wichtiges Kriterium ist das Wohnen. Der Wohnraum, wurde auch schon gesagt, ist im Moment ein sehr zentrales und auch wachsendes Armutsrisiko. Und da muss eben auch eine Rahmensetzung zur Steuerung des Wohnungsmarktes vorgenommen werden. Ein nationales Aktionsprogramm, denken wir, ist dringend erforderlich. Grundlage muss eine Statistik sein, die die Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit wirklich auch schonungslos offenlegt und dann eben auch Aktionen ermöglicht. Bildungsbenachteiligung, wir möchten gerne sehr dafür eintreten, dass das Kooperationsverbot wieder aufgehoben wird und dass Bildungspolitik von Bund her in die Länder hinein betrieben wird, sodass die Ungleichheit bekämpft werden kann. Ein wichtiges Thema, was schon genannt worden ist, ist das Thema Existenzminimum, gerade bei den Kindern. Das Nebeneinander von Kindergeld, Freibeträgen, Zuschlag, Ehegattensplitting ist nicht nur kompliziert, sondern auch ungerecht. Und da müsste jetzt wirklich mal so gearbeitet werden, dass es eine Kindergrundsicherung gibt, die die Kinder absichert. Ähnliches Thema ist die Existenzsicherung insgesamt bei Hartz IV. Ich denke, es ist hier wichtig, dass wir zu einem Minimum kommen, was wirklich armutsfest ist, dass nicht der Regelsatz künstlich runtergerechnet wird und dass Menschen ganz und gar heraussanktioniert werden. Die Grundsicherung ist immerhin so, dass viele Menschen viel, viel zu lange da überhaupt drin bleiben, die ganze Zeit. Was uns insgesamt wichtig ist, möchte ich vielleicht auch noch sagen, meinem Vorredner anknüpfend, Menschen in der Nationalen Armutskonferenz, die Betroffenen, waren hier an einer Stelle beteiligt bei der Erstellung des Berichtes. Und das ist sehr gut, das ist, glaube ich, auch gut gelaufen, zumindest was die Ergebnisse anbelangt. Aber wir denken, das reicht nicht. Es gibt Landesarmutsberichte, die eigene Berichtsteile ermöglichen von Betroffenen. Und ich glaube, man könnte da wirklich sehr viel mutiger sein und sagen, wir beteiligen euch, ihr könnt hier eure Dinge unmittelbar einbringen. Die Menschen haben es verdient und wir haben es, denke ich, als Gesellschaft verdient, diese Sichtweisen auch unmittelbar zu hören und wahrzunehmen und aufzunehmen. Denn in der Armutsfalle zu stecken, ist eine Lebenslage, die das Leben sehr beeinflusst. Und es ist dringend erforderlich, dass das noch in ganz anderer Weise wahrgenommen wird. Und wir wissen ja auch, wer sich selbst hilft, der hilft sich am besten. Und deshalb muss man die Menschen fragen und einbeziehen. Vielen Dank. Herr Strengmann-Kuhn fragt weiter, bitte sehr. Wir haben noch 3 Sekunden, die würde ich dann in die zweite Runde nehmen. Okay, dann machen wir das so. Das ist hier streng, anders geht es nicht, weil wir das genau in der Zeit hinkriegen möchten gerne und viele Erkenntnisse bekommen möchten. Und wir machen die zweite Befragungsrunde und beginnen wieder mit der CDU-CSU. Und da beginnt Herr Linnemann. Hallo, bitte sehr. Tut mir leid, Antje. Ja. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und das Institut der Deutschen Wirtschaft. Durch die Digitalisierung gibt es die Sorge, dass der Arbeitsmarkt in Zukunft gespalten ist. Wir sehen am aktuellen Rand, dass die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitsplätzen nachlässt und die Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitsplätzen zunimmt. Welche
Zukunftsprognose würden Sie an dieser Stelle erheben und wie sollte Politik auf die Auswirkungen, die möglicherweise kommen, zumindest gibt es diese Sorgen, reagieren, unabhängig von Bildung und Weiterbildung? Das ist zuerst an Herrn Dr. Perschau für die BDA. Frau Griesrecht, herzlichen Dank. Herr Lindemann, vielen Dank für Ihre Frage. Nun ja, der entscheidende Punkt ist letztendlich die Ausbildung, die Qualifizierung. Und da tun die Unternehmen ja auch eine ganze Menge mit gut 30 Milliarden Euro im Jahr. Es kommt letztendlich darauf an, dass das marktbezogen letztendlich ist. Und das ist natürlich im Unternehmen, in den Betrieben sehr viel stärker möglich, weil man da auch eine entsprechende Perspektive halt hat, mit welchen Produkten man künftig am Markt agieren kann. Also die entsprechende Vorausschau ist da gegeben. Man kümmert sich ja auch darum letztendlich, dass die Beschäftigten hinreichend qualifiziert sind. Das bietet natürlich auch, sagen wir mal, die Chance, die moderneren Digitalisierungsformen, sagen wir mal, dass auch körperlich schwere Tätigkeiten auch von einer zunehmend älter werdenden Belegschaft erfüllt werden können. Man denkt da beispielsweise in den Automobilsektor, wo die Mensch-Robotik-Kombination ein guter Ansatzpunkt letztendlich ist. Und es gibt ja da, sagen wir mal, ich will mal so sagen, Horrorszenarien, Frey und Osborne, die mit Blick auf die Vereinigten Staaten untersucht haben, in welchem Ausmaß bestimmte Tätigkeiten zukünftig wegfallen. Das ist ja nun so eine Sache, die meines Erachtens nicht ganz so plausibel ist. Die Kollegen hier vom ZEW haben das ja auch für das BMAS mit Blick auf Deutschland mal durchgerechnet. Also ich befürchte eben nicht, dass da, sagen wir mal, die entsprechenden großen Arbeitsplatzverluste vorhanden sich einstellen werden, weil letztendlich, das zeigt ja auch der Strukturwandel der letzten 3-4 Dekaden, es wird sich immer, also letztendlich werden neue Tätigkeiten geschaffen. Das Problem ist natürlich, dass wir heute noch nicht wissen, welche Jobs das in 5 bis 10 Jahren sind. Es ist aber nur entscheidend, dass wir möglichst frühzeitig die Grundlagen dafür legen, dass die Beschäftigten, die Unternehmer selbst auch hinreichend flexibel sind. Also von daher ist es auch ein Gebot der Stunde. Ich glaube, wir sprechen schon seit 20 Jahren von diesem lebenslangen Lernen. Ich glaube, jetzt gerade mit dem Kontext der Digitalisierung ist das tatsächlich, muss das auch entsprechend umgesetzt werden. Und da geht es eben darum, die Eigenverantwortung auch der Beschäftigten zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank und Frau Dr. Niehus, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht kann ich das zum Anlass nehmen. Wir hatten ja gerade schon, da wurde gesprochen über die Real- oder die Bruttostundenlohnentwicklung seit 1995. Und da zeigt sich ja eigentlich eher ein differenzierter Trend. Also es ist eigentlich wenig überraschend bei der positiven Arbeitsmarktentwicklung, dass sich da die Löhne auseinanderentwickelt haben, weil die Beschäftigung 1995 ist ja nicht die gleiche wie heute. Und natürlich, man musste oder hat versucht, Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das natürlich eher am unteren Lohnrand. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass da die Löhne zunächst auseinandergegangen sind. Und jetzt mit dem Blick, dass man ja nicht, oder manchmal es sich auch einfach anders entwickelt, als man erwartet. Wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, dann ist es gerade so, dass die Geringverdiener die höchsten relativen Zuwächse verbuchen konnten. Und das bevor der Mindestlohn eingeführt worden ist. Das heißt, die aktuellen Daten beinhalten, oder gerade erst am aktuellen Rand den Mindestlohn. Das heißt, da haben wir auch schon gesehen, dass sehr wohl auch die unteren oder die Beschäftigten am unteren Ende der Lohnverteilung von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren konnten. Und ich glaube, das zeigt, also angesichts der gestiegenen Bildungsanfordernisse im Arbeitsmarkt, dass sich nicht immer alles so negativ entwickeln muss, wie man erwartet. Und ich würde auch dem zustimmen, dass wir wissen ja noch nicht, welche Arbeitsplätze davon besonders betroffen sind. Es ist sicherlich richtig, dass man durch Bildung sich vorbereiten muss. Aber ich glaube, die Vergangenheit hat auch immer wieder gezeigt,
dass auch im Zuge der Rationalisierung und so weiter, dass die Arbeit ja nicht weniger geworden ist. Das heißt, Bildung ja, um sich vorzubereiten, aber wie jetzt auch der aktuelle Arbeitsmarkt zeigt, manchmal entwickelt sich auch positiver, als man erwartet. Vielen Dank. Als nächste fragt Frau Letzius, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Strobel von der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar eine Gruppe war uns in dieser Legislaturperiode sehr wichtig und wir haben einen Fokus darauf gelegt. Das waren die jungen Menschen. Und auch dort gibt es eine Gruppe, die als nicht marktnah angesehen wird. Meine Frage ist jetzt, wie versuchen Sie, diese in Ausbildung und Arbeit zu bringen? Wie werden die Hilfen für schwer erreichbare junge Menschen, die mit dem Rechtsvereinfachungsgesetz in § 16h SGB II ermöglicht werden, aktuell umgesetzt? Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen, bitte. Frau Strobel für die Bundesagentur für Arbeit, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ja, die Bundesagentur für Arbeit informiert und berät jeden Jugendlichen über die Möglichkeiten, in das Berufsleben einzusteigen, mit einem guten Schulabschluss, einen Berufsabschluss zu machen und unterstützt auch einen dann in der Vorbereitung. Assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und die Berufseinstiegsbegleitung sind nochmal spezielle Instrumente genau für die Jugendlichen, die Sie angesprochen haben, die nochmal eine besondere Unterstützung brauchen. Die Bundesagentur für Arbeit arbeitet auch mit ihren Partnern vor Ort ganz aktiv daran, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hilfesystemen zu verbessern. Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung und die Jugendhilfe, also Arbeitsagentur, Jobcenter und die Jugendämter in den sogenannten Jugendberufsagenturen. Wir haben zwischenzeitlich über 200 solche Jugendberufsagenturen in Deutschland und unsere Vorstellung ist, sowas auch flächendeckend zu haben. Und es ist richtig, Sie haben das neue Instrument angesprochen, der 16H. Was steckt hinter diesem Instrument? Hier soll nochmal die Verbindung zwischen Jugendhilfe und Grundsicherung an der Verbindungsstelle verbessert werden, dass zum Beispiel Jugendliche, die keine Leistungen nach der Grundsicherung, nach dem SGB II beantragen, dass die aber dann nicht ganz aus dem Rost fallen, aus dem Netz fallen, sondern dass dort dann die Jugendsozialarbeit zum Beispiel hilft. Oder umgekehrt, wenn ein Jugendlicher sanktioniert wird, dass auch da eben Jugendsozialarbeit hilft und wenn er dann wieder Anspruch auf die Grundsicherung hat, hingeführt wird. Wir sehen hier da auch noch mal eine weitere Unterstützung, die Zusammenarbeit vor Ort zwischen den verschiedenen Hilfesystemen zu verbessern. Und seit August letzten Jahres, als diese neue Vorschrift in Kraft getreten ist, sind hier schon viele der Projekte, die es vorher gab, in die Regelförderung überführt worden. Und wir haben etwa 500 Teilnehmerplätze für diese besonders förderbedürftigen Jugendlichen. Vielen Dank. Als nächste fragt Frau Schmidt, bitte sehr. Ja, danke schön. Ich möchte gerne noch mal Herrn Dr. Perschau von der BDA und aber auch den Deutschen Gewerkschaftsbund fragen, welche Auswirkungen Ihrer Meinung nach der Rückgang der Tarifbindung auf die Spreizung der Arbeitsentgelte gehabt hat und welche Schlussfolgerungen Sie jeweils daraus ziehen. Jetzt zuerst an Herrn Dr. Perschau, bitte sehr. Frau Vorsitzende, recht herzlichen Dank. Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre Frage. Um ehrlich zu sein, ich sehe da eigentlich keinen direkten Zusammenhang, weil die Tarifbindung, das ist ja nun bekannt, da haben wir, sagen wir, schon seit mehreren Jahren, seit der Jahrtausendwende, einen trendmäßigen Rückgang auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das haben ja die Ausführungen mit Blick auf die Lohnspreizung gezeigt, die vorherigen Ausführungen, dass wir da ja so eine zweiphasige Entwicklung haben. Also wenn wir die Entwicklung von 91 bis 2015 bis zum aktuellen Rand, die können wir ja aufsplitten. Also, ne, und wir haben ja festgestellt, dass am aktuellen Rand eher wir eine Seitwärtsbewegung haben.
Und daraus schließe ich letztendlich, dass wir da gar keinen großen Effekt haben, sondern der entscheidende Punkt ist der, das ist ja auch schon in den Ausführungen der meiner Vorredner angesprochen worden, der große Effekt war ja der, dass es uns gelungen halt ist, die Arbeitslosigkeit ganz deutlich zu senken. Das heißt auch, es sind Personen in den Arbeitsmarkt integriert worden, die gering qualifiziert sind. Und dann ist es ja der Punkt, von daher haben wir auch diese Entwicklung, dass von 91 bis 2015 die unteren vier Dezile eine Reallohn, also letztendlich keine positive Entwicklung haben. Das ist ja die Konsequenz daraus, dass wir die entsprechenden Leute in den Arbeitsmarkt integriert haben. Und das hat nichts mit der Tarifbindung letztendlich zu tun. Sondern es ist eine Frage der qualifikatorischen Anforderungen, die ja recht unterschiedlich halt waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Herr Professor Zimmer, bitte sehr. Herr Künkler, Entschuldigung. Herr Künkler noch, das war aber jetzt nicht Absicht. Für den DGB, Herr Künkler, bitte sehr. Ja, danke. Wenn man vergleicht für ähnliche Tätigkeiten, auf der einen Seite die Tariflöhne, das Tariflohnniveau mit nicht tarifgebundenen Beschäftigungsverhältnissen, kommt man zum Ergebnis, dass die Tariflöhne tendenziell immer besser, günstiger sind und insofern zu höheren Arbeitsentgelten führen. Das heißt, Tarifbindung aus Sicht des DGBs hat eine wichtige Funktion, um die Arbeitsentgelte zu stabilisieren und auch vor Armut zu schützen. Wenn man jetzt richtigerweise feststellen muss, dass die Tarifbindung nachlässt, wären aus unserer Sicht zwei Konsequenzen notwendig. Aus unserer Sicht ist der Gesetzgeber gefordert, den Anwendungsbereich von Tarifverträgen wieder zu erhöhen. Wir schlagen vor, das Verfahren zur Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erleichtern. Aus unserer Sicht wäre es da konkret für notwendig, das öffentliche Interesse im Tarifvertragsgesetz konkreter zu fassen. Und aus unserer Sicht wäre es auch erforderlich, das Vetorecht der Arbeitgeber im Tarifausschuss abzuschaffen, sodass, wenn Arbeitnehmerseite und öffentliche Hand zu der Einschätzung kommen, wir brauchen hier eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung, dass die dann auch realisiert werden kann. Vielen Dank. Und jetzt Professor Zimmer, bitte sehr. Dankeschön. Eine Frage an Professor Westerhoff. Es ist ja angeregt worden, die individuelle Perspektive von Armutsbetroffenen in diese Berichterstattung mit einzuführen. Welche Rolle kann dabei diese qualitativ ausgerichtete Sozialforschung spielen? Und welche zusätzlichen Erkenntnisse außer anekdotischen Evidenzen bekommen wir dafür im Gesetzgebungsverfahren? Herzlichen Dank. Herr Professor Westerhoff, bitte sehr. Herzlichen Dank. Das ist ja eine etwas theoretische Frage und sie berührt einen Methodenstreit, den es ja in den Sozialwissenschaften in diesem Punkt seit langem gibt. Das ist eine Geschmackssache, wie man hier darauf antwortet. Ich persönlich würde sagen, dass die Frage von Milieustudien und von Sozialreportagen eine notwendige Voraussetzung sind für methodischen Forschungen, die darauf folgen würden. Danke. Vielen Dank, Frau Letzius, bitte sehr. Ich habe eine Frage an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wie erklären Sie sich, dass die Entwicklung der Ungleichheit und der sozialen Mobilität in der breiten Öffentlichkeit als ungünstig wahrgenommen wird, als die sozialökonomischen Daten dies nahelegen? Und inwieweit lässt dies auf konzeptionelle Probleme in der Armutsforschung schließen? Herr Dr. Perschau, bitte sehr. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Frau Letzius, recht herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, nun, das Konzept setzt ja an, weil Sie es angesprochen haben, bei der sogenannten Armutsrisikoquote letztendlich. Das ist ja ein relatives Maß, bei dem letztendlich der Anteil der Person abgebildet wird, die weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung erhalten. Das ist so eine gängige Größe letztendlich, eine europäische Konvention. An der sollten wir letztendlich festhalten, weil sie bekannt ist. Das Problem ist natürlich, dass man aufpassen muss mit der Interpretation. Das Armutsrisiko ist nicht gleichbedeutend mit Armut. Und von daher
das wird in vielen, einigen Publikationen wird das ja zugespitzt ja auch formuliert. Also wenn beispielsweise solche Publikationen es gibt wie die Abstiegsgesellschaft, dann wird darauf sehr explizit darauf hingewiesen und ich das überzogen dargelegt. Was natürlich richtig ist letztendlich ist, dass man sich mal auch genauer angucken muss und da ist auch wieder eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich, wer besonders stark von diesem Armutsrisiko betroffen ist. Und da stellen wir auch wiederum fest, ich glaube, das hat auch schon der 4. Armut- und Reichtumsbericht festgestellt, dass ein ganz großes Problem in der Arbeitslosigkeit liegt. Also von daher ist der entscheidende Punkt, um da letztendlich rauszukommen, Beschäftigung zu schaffen. Und das ist ja auch in den letzten 10, 15 Jahren ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Also dass es uns gelungen halt ist in Deutschland. Und ich glaube, das dort sollten wir nicht zu schlecht reden. Die Arbeitslosigkeit, die Sockelarbeitslosigkeit, die eigentlich im Kontext jeder konjunkturellen Entwicklung gestiegen halt ist, dass wir diese Entwicklung 2005, 2006 durchbrochen haben durch die entsprechenden Reformen, auch entsprechend durch produktivitäts- und beschäftigungsorientierte Tarifabschlüsse, dass es uns da gelungen ist, letztendlich die Personen in den entsprechenden Arbeitsmarkt zu integrieren. Also von daher geht es darum, Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Und ein anderer Punkt ist natürlich, das wissen wir auch aus der empirischen Erhebung, dass Alleinerziehende mit ihren Kindern betroffen halt sind. Also von daher geht es auch darum, stärker die Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auszubauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Schmidt, bitte sehr. Ja, ich habe eine Frage an den Caritas. Hallo, Herr Dr. Becker. Im Armuts- und Reichtumsbericht sind Menschen mit Behinderung extra erwähnt worden, ein ganzes Kapitel, das quer zum Ansatz der Lebensphasen liegt. Ist das aus Ihrer Sicht angemessen oder sollte zukünftig versucht werden, die besondere Situation von Menschen mit Behinderungen jeweils in die einzelnen Lebensphasen zu integrieren? Das ist also, die Caritas der Dr. Becker. Bitte sehr. Vom Inklusionsansatz müsste man sagen, eigentlich sollte das ganz normal so ein Mensch mit Behinderung in dem Lebensphasenmodell vorkommen und dort auch behandelt werden. Allerdings muss man sehen, und deshalb war ja immer auch die Forderung der Wohlfahrtsverbände, so ein paar Gruppen, die besonders betroffen sind oder ein Risiko haben, betroffen zu werden, Behinderte, Straffällige, Wohnungslose, eigene Kapitel zu widmen. Und ich denke, auch jetzt ist das Bundesteilhabegesetz gekommen. Wir werden sehen, welche Auswirkungen das hat. Und ich denke, im nächsten Bericht könnte man ja sagen, dass man auch im Lebensphasenmodell die Behinderten mit behandelt, aber die spezielle Problematik vor allen Dingen von schwerst mehrfach Behinderten, ich glaube, da muss man doch noch mal in eigenen Kapiteln zu eingehen. Und Herr Zimmer, bitte sehr. Nochmal an das Institut der deutschen Wirtschaft. Diese Studie von Herrn Schäfer ist ja bereits erwähnt worden. Ich halte die methodisch für ausgesprochen fragwürdig. Welche Erklärungsansätze haben Sie denn dafür, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten politische Entscheidungen stärker mit den Einstellungen besser verdienender Bürger decken? Das geht an Frau Dr. Niehus, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Studie, also zunächst einmal würde ich sagen, wenn ich das richtig sehe, wurden da Fragen aus dem Politikbarometer, also nachgeguckt, welche Einkommensgruppe man angehört und dann das in Verbindung gesetzt mit, ob dann die Politiken, die präferiert wurden, auch nachher umgesetzt wurden. Also da zunächst einmal würde ich da sagen, wenn man mich jetzt vorher gefragt hätte, was ich erwarte, was da rauskommt, dann hätte ich diese Korrelation auch so für nicht so überraschend gehalten, aber es ist einfach eine Korrelation und keine Kausalität. Das heißt, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also mit die Schlussfolgerung, dass Sachen gestrichen werden, dann wird gesprochen von geschönten Berichten. Ein Beispiel waren ja auch die Passagen zu Ungleichheit und Wachstum recht ähnlich. Da wurde kritisiert, dass das relativiert wurde. Und da muss man einfach festhalten, das ist methodisch höchst umstritten. Die Studien sind nicht replizierbar. Das heißt, es ist gar nicht möglich, etwas methodisch, was methodisch fragwürdig ist, sozusagen zu relativieren, weil dann von einem geschönten Bericht gesprochen wird.
Vielen Dank. Das war die Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Wir kommen zur SPD-Fraktion und da beginnt Frau Kolbe. Bitte sehr. Das trifft sich ganz wunderbar, Frau Vorsitzende, weil zu diesem Bericht wollte ich auch eine Frage stellen an Frau Tiefensee vom WSI und an Frau Eschen von der Nationalen Armutskonferenz. Sie haben ja die Studie sicherlich auch gelesen. Ich finde sie sehr spannend. Wie erklären Sie sich denn diese starke Korrelation, die es ja tatsächlich zunächst ist, dass eben, wenn etwas von Reicheren befürwortet wird, dass es dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, umgesetzt zu werden? Und im Gegensatz dazu sogar, dass wenn etwas von in Anführungsstrichen sozial Schwächeren befürwortet wird, dass das sogar die Chancen schmälert, dass es umgesetzt wird. Dann ist zuerst Frau Dr. Tiefensee dran. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Studie wird offen angesprochen, dass es noch weiteren Forschungsbedarf in dem Bereich gibt. Was man bisher weiß, oder zwei Erklärungsansätze, die dort angesprochen werden, sind zum einen, dass es einen Zusammenhang mit der nachlassenden Bereitschaft zur politischen Partizipation von Geringverdiener und Geringverdienerinnen geben kann. Was heißt das? Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Sind die Geringverdienerinnen und Geringverdiener nicht mehr zur Wahl gegangen und deswegen wurden sie auch weniger im politischen Prozess berücksichtigt? Oder war es genau umgekehrt? Wurden sie nicht mehr so richtig bei Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt und gehen jetzt deswegen nicht mehr zur Wahl? Da ist mehr Kausalitätsforschung wichtig. Und der zweite Punkt, der in der Studie angesprochen wird, betrifft tatsächlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, da die ja aktuell zu einer sehr einflussreichen Gruppe gehören, aber ja auch bereits davor aufgrund ihres Einkommens beziehungsweise ihrer Berufswahl meistens eine sehr privilegierte Stellung hatten, dass es da eben sein kann, dass man sich nicht komplett in die Lebenslagen mancher Menschen hineinversetzen kann. Auch da weiterer Forschungsbedarf, weil es ja einen Fraktionszwang bei den Abstimmungen gibt. Aus meiner eigenen Forschung würde ich noch hinzufügen... Sie das hier einfach so einwerfen vor selbstbewussten Parlamentariern, dann müssen wir uns einmal kurz schütteln und würden das gerne wohl mit Ihnen diskutieren. Das geht jetzt hier nicht, weil es um den Armuts- und Reichtumsbericht geht. Aber gut, es gibt keinen Zwang, aber in der Regel stimmen die Fraktionen ja einheitlich. Das erklären wir Ihnen wirklich noch mal in Ruhe. Aber also, dann gehen wir zum Armuts- und Reichtumsbericht. Aus meiner eigenen Forschung kann ich noch hinzufügen, dass das sowohl das Einkommen, aber vor allem auch das Vermögen eine Machtfunktion beinhaltet und besonders hohes Vermögen eben auch Einfluss möglich macht, entweder einzelne Unternehmer oder auch in Form von Lobbygruppen. Vielen Dank. Und Frau Eschen, bitte sehr. Ja, Frau Kolbe, vielen Dank für diese Frage. Die ist wirklich schwer zu beantworten. Ich gehe auf eine Studie ein, die das Sozialwissenschaftliche Institut mal herausgegeben hat, der EKD. Die hieß Ausgegrenzt und abgefunden. Und die hat Menschen befragt, die lange arbeitslos sind beziehungsweise in Hartz IV und kommt eben zu dem Ergebnis, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen und abgefunden fühlen. Und das geht so weit, dass selbst wenn sie gefragt werden, stell dir mal vor, über Nacht, es gibt deinen Knall, du kannst dir... morgen ist alles in Ordnung. Wie sähe das für dich aus? Die Antwort der Frauen, die da gefragt worden sind, war, das will ich mir nicht ausmalen. Das ist sowieso nicht der Fall. Dann geht die Waschmaschine kaputt. Das ist Leben, ist sowieso. Das heißt, es gibt sicherlich im Bereich derer, die im Transferleistungsbezug sind oder die in prekären Verhältnissen leben, eine hohe Demotivation. Und das ist gefährlich und das ist schwierig und das ist und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie sie an ihre Leistungen drankommen, wie sie da sowohl gesellschaftlich abgestempelt werden als auch zum Teil behandelt werden in den Jobcentern. Und das ist sicherlich einer der ganz wesentlichen Punkte, an denen wir arbeiten müssen, dass die Haltung, mit denen die Gesellschaft Menschen in prekären Lebenslagen begegnet, diese nicht demotiviert, sondern motiviert, denn die haben alle was beizutragen. Und das ist der Punkt, wie wir das wissenschaftlich stärker ermitteln können. Ich denke, da bleibt nichts anderes übrig, als tatsächlich auch sie zu befragen. Und ich finde, da kommt was anderes raus als nur anekdotische Evidenzen. Vielen Dank. Als nächstes ist Herr Gerdes dran. Bitte sehr. Ja, ich möchte noch mal auf die Untersuchung zur Genese des Vermögens bei Hochvermögenden eingehen.
Und mich interessiert insbesondere, wie können diese Ergebnisse unter dem Aspekt Leistungsgerechtigkeit gewertet werden und was kann getan werden, um in künftigen Armut- und Reichtumsberichten bessere Aussagen über Reichtum und Hochvermögende in Deutschland zu treffen? Und diese Frage würde ich gerne den DGB stellen und dem WSI. Das ist zuerst der Herr Künkler für den DGB, bitte sehr. Ja, ich hatte es eben ja schon kurz angedeutet, dass aus Sicht des DGBs wir da ein großes Gerechtigkeitsproblem sehen, weil ein Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit, wenn wir einfach feststellen müssen, dass Erbschaften eine sehr hohe Relevanz und Bedeutung haben für den eigenen Vermögensaufbau. Zur Frage, wie kann man Vermögen und Reichtum zukünftig besser erfassen, da sind wir in der erfreulichen Lage, dass der Armutsbericht ein eigenes Kapitel enthält mit Vorschlägen, wie man das besser machen kann. Da hat das ZEW auch einige Dinge vorgeschlagen. Der DGB würde sich von den Vorschlägen versprechen, dass die Datenlage verbessert wird, wir da zu einem Fortschritt kommen. Der größte Schritt nach vorne, den würden wir allerdings machen, wenn wir wieder Daten zur Vermögenssituation hätten. Und aus Sicht des DGBs ist eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer sozialpolitisch geboten. Sie hätte aber auch den charmanten Nebeneffekt, dass wir dann im Vermögensbereich wieder zu einer viel deutlich besseren Datenlage kommen würden. Vielen Dank für das WSI. Frau Dr. Tiefensee, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Nochmal zu der Hochvermögenden-Studie. Sie ist in der Tat nicht repräsentativ. Trotzdem lassen sich Tendenzaussagen davon auch machen. Und da nochmal dazu, 2/3 der, die Befragten haben gesagt, dass 2/3 ihres aktuellen Vermögens eben das ererbte Vermögen ein maßgeblicher Bestandteil ihres jetzigen Vermögens ist und darunter fallen auch die vorhin angesprochenen Unternehmen. Nicht alle, aber zu einem Teil. So, und zu der anderen Frage würde ich mich dem DGB anschließen. Zum einen Erhebung der Vermögenswerte, zum anderen aber auch die amtliche Erhebung der nicht relevanten Steuerfälle von Erbschaften und Schenkungen. Aktuell werden nur die steuerlich relevanten Fälle erhoben. Und als dritten Punkt, wenn wir Kapitalerträge wieder zusammen mit dem Arbeitseinkommen besteuern, dann schließen wir da nicht nur eine Daten-, sondern auch eine Gerechtigkeitslücke. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes ist Frau Kolbe dran. Bitte sehr. Ja, ich bin noch mal bei diesem Thema Partizipation. Es ist ja auch angeklungen worden, dass bestimmte Personengruppen, formal niedriger gebildete, erwerbslose Menschen mit Migrationshintergrund, weniger oft partizipieren, beispielsweise wählen gehen. Frage an die AWO und auch an die Caritas. Welche Erklärungen haben Sie dafür? Das ist zuerst für die AWO, Herr Hönig, dran. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich auch eine schwierige Frage zu beantworten. Wenn wir uns der Frage nicht offen stellen, welcher Zusammenhang besteht zwischen sozialer Ungleichheit auf der einen Seite und politischer Partizipation oder ich sag mal politischen Erfolgen auf der anderen Seite, dann ist es eben auch schwierig, sich solchen Fragen zu nähern. Wir als AWO, und da möchte ich mich den Vorrednern auch noch mal anschließen, wir als AWO bedauern auch außerordentlich, dass die Studie von Armin Schäfer und anderen wieder herausgefallen ist. Das Ergebnis der Studie war klar, dass Menschen mit mehr Geld auch mehr Einfluss haben in der Politik als einkommensschwache Menschen. Und lassen Sie mich das vielleicht so sagen, man muss den Ergebnissen der Studie nicht zustimmen, aber man muss sich doch mit ihr beschäftigen. Und deshalb meinen wir, sollte sich der nächste Armuts- und Reichtumsbericht auch noch mal intensiver mit dieser Frage auseinandersetzen und genau dieses Zusammenspiel schonungslos offenlegen. Vielen Dank, Frau Eschen. Wenn Sie noch Ihr Mikrofon ausmachen, ist die Akustik jetzt noch besser für Herrn Dr. Becker von der Caritas. Wir hatten ja jetzt 2 Jahre auch die Sprecherfunktion, die jetzt Frau Eschen hat. In der Nationalen Armutskonferenz haben viel darüber diskutiert, wie kann man die Wahlbeteiligung von Armut
Betroffenen erhöhen. Und da kommt dann immer natürlich sehr stark dieses Gefühl der Ausgegrenztheit. Das ist übrigens auch ein Bericht, was im BMAS in einem Workshop war. Wir fühlen uns ausgegrenzt, nicht ernst genommen. Eigentlich will gar nicht mehr mit uns sprechen. Bei Wohnungslosen kommt noch dazu, man kann uns nicht riechen. Also da sind einfach sehr viel auch viele Selbstzuschreibungen, die dann auch zu so einer Frustration führen. Wir haben einen Diözesankreis, das war in Köln, der hat eine Aktion gemacht bei der letzten Bundestagswahl, die hieß Vote, wo sie also direkt, also Leute, die in den Unterkünften und so waren, direkt auch zur Wahl gefahren haben, motiviert haben und weiß ich was alles. Das ist sicher wichtig. Jetzt noch mal zum Armutsbericht, dass man die Betroffenen diesmal gehört hat und im BMAS einen ganzen Tag mit 30 Armutsbetroffenen einen ganzen Tag verbringen, wo morgens gesammelt wird, die Probleme, nachmittags sortiert, mit Experten aus dem Ministerium diskutiert wird. Das hat also zumindest gefühlt eine Art Beteiligung ernst nehmen und sowas gebracht, die eigentlich gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dass dieses Kapitel auch noch im Bericht ist, hat auch noch mal einen Schub gegeben. Zwischendrin war das ja schon Kippe. Ich meine, das ist wirklich nicht so vernachlässigen. Wenn man jetzt auf den Inhalt guckt, was haben denn die Menschen mit Armutserfahrung tatsächlich gesagt? Sie haben gesprochen über Regelsatz, weiße Ware, Brille, Regelsatzhöhe, Bedarfsgemeinschaft, all das, was ihnen unter Nägel brennt. Wenn wir jetzt aber den Armutsbericht angucken, real, wie er da ist, und ist das schon der fünfte, und ich war fünfmal auch dabei im Beraterkreis, dieser Punkt, wie wird Grundsicherung, unsere Grundsicherung für Menschen in Armut, ist sie auskömmlich, gibt es genug Möglichkeiten, aus der Armut wieder rauszukommen, wirklich das ernst zu nehmen, das wäre vielleicht was, was wir im nächsten Bericht noch mal verstärken können, weil das ist wirklich ein super Ansatz diesmal gewesen. Vielen Dank. Noch eine kurze Frage, ja, von Frau Kröll. Geht auch ganz schnell. Eine Wünschen-Sie-sich-was-Runde. Es gab jetzt Schwerpunkte Segregation, atypische Beschäftigung, DGB und WSI. Was würden Sie sich als Schwerpunkte fürs nächste Mal wünschen? Herr Künkler, bitte sehr. Ja, ich kann direkt anknüpfen an die Ausführungen von Herrn Becker. Wir finden, das ist ein Defizit des aktuellen Berichts, dass die Leistungsfähigkeit der Grundsicherungssysteme SGB II und 12 halt nicht tiefergehend untersucht wird. Ich denke, es liegt relativ auf der Hand. Die letzten untersten sozialen Netze, Sozialhilfe und Hartz IV, haben eine immense Bedeutung für die soziale Sicherung und für die Armutsbekämpfung. Und da wird es aus unserer Sicht sehr nahe liegen, mal näher zu untersuchen, was leisten denn diese Systeme überhaupt im Hinblick auf Armutsvermeidung und Arbeitsbekämpfung. Ich dachte, Sie lassen Frau Dr. Tiefensee auch noch einen halben Satz, aber wenn sie den halben Satz sagt, darf sie es jetzt noch sagen. Dankeschön. Aus unserer Sicht sollten Einkommen, Vermögen und Erbschaften und Schenkungen gemeinsam betrachtet werden und nicht einzeln. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fragerunde der... Wo ist der nächste Zettel? Der Fraktion Die Linke. Da beginnt Herr Birkwald. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Dr. Rock. Herr Dr. Rock, wie bewertet denn der Paritätische die Entwicklung der Altersarmut und die Ausführungen dazu im Bericht, auch mit Blick auf das Thema Altersarmut von Frauen und auf gesundheitliche Auswirkungen von Armut? Dr. Rock, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Der Bereich der Altersarmut ist einer, der in der Öffentlichkeit ja immer sehr kontrovers diskutiert werden wird. Aber wir haben ja auch nach den Mikrozensusdaten die Situation, dass inzwischen ältere Menschen überdurchschnittlich von Altersarmut tatsächlich betroffen sind. Und wir müssten da, und da ist der Altersarmuts- und Reichtumsbericht auch nicht frei von, viel tiefer gehen in die Analyse und tatsächlich auch Daten in stärkerem Maße dann herausarbeiten, die zeigen, wie die einzelnen Systeme dann zusammenspielen. Denn wir wissen ja, dass unser Drei-Säulen-System inzwischen jetzt leider schon lange nicht mehr von Armut schützt. Und da sind insbesondere die von Ihnen schon angesprochenen Personengruppen natürlich besonders betroffen. Und eine Anmerkung in diesem Zusammenhang zu der Diskussion über Rentenanwartschaften und deren Berücksichtigung als Vermögen. Ich würde doch sehr dazu warnen, dass man jetzt zu einer Art alternativen Vermögensfaktenberichterstattung kommt, indem man sowas als Vermögen einrechnet. Denn wer sagt, dass Rentenanwartschaften Vermögen sind, der kann ja mal versuchen, darauf eine Hypothek aufzunehmen oder sich etwas dafür zu kaufen. Vielen Dank. Als nächste Frau Kipping, bitte sehr. Meine Frage richtet sich an Herrn Künkler. Der Bericht sagt ja ziemlich vereinfacht, also die Grundsicherungsleistungen bekämpfen die Armut effektiv.
Meine Frage an Sie ist, teilen Sie diesen Befund oder was müsste geschehen, damit das soziokulturelle Existenzminimum für alle garantiert ist? Das geht an Herrn Künkler, bitte sehr. Der DGB hat in seiner Stellungnahme festgestellt, dass die Regelsätze nicht geeignet sind, das soziokulturelle Existenzminimum sicherzustellen und auch nicht geeignet sind, wirksam vor Armut zu schützen. Wir finden, dass beim Herleitungsverfahren der Regelsätze so viele Defizite in Kauf genommen wurden, dass einfach das Ergebnis die Funktion nicht erfüllen kann, das soziokulturelle Existenzminimum zu sichern. Wir sehen die Probleme, dass einfach die Ausgaben der ärmsten Haushalte einfach unreflektiert gleichgesetzt werden mit einer Bedarfsdeckung. Wir sehen das Problem, dass einzelne Positionen als nicht regelsatzrelevant herausgerechnet werden. Und wir sehen schließlich das Problem, dass in der Vergleichsgruppe auch Haushalte sind, verdeckt Arme, mit einem Einkommen unterhalb der Regelsätze. Wir würden vorschlagen, die Regelsätze ganz neu, grundsätzlich neu zu berechnen. Die SozialwissenschaftlerInnen Irene Becker und Frau Topsch, die haben Verfahren vorgeschlagen, was aus unserer Sicht sehr geeignet wäre, indem man einfach als Ausgangspunkt sagt, wir wählen die Referenzgruppe so, dass sie bestimmte Mindestversorgungsstandards erfüllt. Mit Mindestversorgungsstandards ist gemeint, einen bestimmten Prozentanteil an Ausgaben im Vergleich zur gesellschaftlichen Mitte. Und jetzt nochmal Frau Kipping, bitte sehr. Es gab ja immer eine Debatte, wo die Hauptzuständigkeit für so einen Armutsbericht sein soll. Jetzt eine Frage an Herrn Rock und an Herrn Becker. Finden Sie, dass es bei der Bundesregierung liegen soll oder sollte die Zuständigkeit für die Berichterstattung anders geregelt werden? Das geht zuerst an Herrn Dr. Rock, bitte sehr. Die Berichterstattung sollte künftig einem unabhängigen Expertengremium übertragen werden. Das wird amtlich auch schon vielfach gemacht. Denken wir an die Sachverständigengutachten, Wirtschaft, Gesundheit, Umweltfragen, Verbraucherschutz, alles unabhängige Expertengremien. Das brauchen wir auch im Bereich der Armuts- und Reichtumsberichterstattung. Und Herr Dr. Becker, bitte sehr. Das ist auch in unserem Verband eine sehr verbreitete Position, wobei man sagen muss, der Armutsbericht der Bundesregierung ist der Armutsbericht der Bundesregierung und nicht wie den anderen Bericht, der alten Bericht, wie wir die alle kennen. Die werden dann vorgelegt, da wird ein kleines Exposé dazu geschrieben. Der Armutsbericht ist der Armutsbericht der Bundesregierung. Das ist seine Stärke und gleichzeitig seine Schwäche, weil er natürlich in der vorigen Diskussion ist, Zahlen angezweifelt werden, dann gibt es die Diskussion, wurde abgeschwächt und so. Aber diesmal hat es ja einigermaßen bis zum Schluss gehalten, dass man nicht den ganzen Tag nur gefragt hat, was ist rausgefallen, was ist reingekommen, warum hat das und jenes nicht geklappt. Wie gesagt, aber auch bei uns würde auch mehrheitlich, wenn Sie die Caritas fragen würden, auch die Meinung von Herrn Rock vertreten. Ich persönlich habe eine abweichende Meinung. Das haben wir jetzt gemerkt. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Strengmann-Kuhn, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Eschen von der Nationalen Armutskonferenz. Wir haben ja in unserem Antrag ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Armut und Ungleichheit vorgelegt. Welche dieser Maßnahmen wären denn aus Ihrer Sicht prioritär? Frau Eschen, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ganz wichtig, muss ich noch mal sagen, ist das Thema armutsfeste Arbeit. Da geht es natürlich um die Frage, wie kommt man in die Arbeit hinein, aber es geht auch darum, wie sieht die Arbeit dann aus, wie es hier diskutiert worden ist, die Tarifbindung, die Sozialversicherungspflicht und schließlich auch der Mindestlohn. Es muss eine Arbeit sein, die wirklich Menschen weiterbringt. Und da werden die Vorschläge, die Sie gemacht haben, sehr positiv gewertet. Wichtig ist, denke ich, das Thema Kinderexistenzsicherung. Das ist ja heute auch mehrfach angesprochen worden, aber leider ist es ja schon oft angesprochen worden, ohne dass man schon die Lösung umgesetzt hat. Das Kinderexistenzminimum mit einer Neuordnung von Kinderfreibeträgen, Kinderzuschlägen und so weiter und Kindergeld so, dass wirklich die ärmsten Armen nicht schlechter gestellt werden, sondern auf das gleiche Niveau gesetzt werden wie die Kinder reicher. Das ist, denke ich, ein Punkt, der mit Gerechtigkeit und Zukunftssicherung unserer Gesellschaft zu tun hat. Das wären für mich zwei ganz wesentliche Punkte aus Sicht der Nationalen Armutskonferenz, aber dann eben auch der Punkt der Grundsicherung. Ich schließe mich da dem Vorredner an. Die Regelsätze, so wie sie jetzt im Moment ermittelt werden, runtergerechnet werden, bei den Alleinstehenden nur noch von unter 15% ausgegangen wird und dann noch Sachen rausgerechnet werden. Es ist kein Ansatz. Da muss eine Neuorientierung auf jeden Fall stattfinden.
Vielen Dank. Herr Strangmann-Kuhn, bitte sehr. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Eschen von der Nationalen Armutskonferenz. Wo würden Sie denn inhaltliche Defizite beim Armuts- und Reichtumsbericht noch sehen? Und wie könnte aus Ihrer Sicht die Betroffenen-Sicht noch stärker mit berücksichtigt werden in dem Armuts- und Reichtumsbericht? Frau Eschen, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass es diesen Workshop gegeben hat, bei dem Vertreter der Betroffenen ihre Positionen haben darlegen können. Und es ist ja auch gesagt worden, wie viel sozusagen Energie bei der Gelegenheit auch deutlich geworden ist. Und dieser Ansatz müsste aus unserer Sicht deutlich verstärkt werden. Ob wie nun die Verantwortung für die Erstellungsberichte ist, kann man ja diskutieren. Wichtig ist, dass ihn die Regierung ernst nimmt. Und das Zweite ist, dass eben die Beteiligung der Betroffenen in der Erstellung des Berichtes stärker berücksichtigt werden sollte. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass sie selbst zur Sprache kommen, denn es ist schon etwas, was man sich auch anhören muss, wie es jemandem geht, der mit seinen Kindern an der Tafel ansteht und seinen wöchentlichen Haushalt, persönlichen Haushalt aufwerten muss auf diese Art und Weise. Das ist etwas, was man, glaube ich, unmittelbar hören muss. Vielen Dank. Herr Strangmann-Kuhn. Gut, dann stelle ich noch eine Frage an den Herrn Stichnoth vom ZEW. Was halten Sie denn von unseren Vorschlägen zur Bekämpfung von Kinderarmut, insbesondere dem Familienbudget, was wir in unserem Antrag drin haben? Herr Dr. Stichnoth. Genau, das sehe ich auf jeden Fall positiv. Also Sie meinen die Kinderzeitplus oder die Kindergrundsicherung? Kindergrundsicherung. Genau. Sein Antrag meint. Beides sehe ich positiv. Zur Kindergrundsicherung wurde im Prinzip schon alles gesagt, also dass da auch eine eigene Studie für die Böll-Stiftung und beim ZDW herausgearbeitet, dass da eine Unwucht im System drin ist, aus den bereits genannten Gründen, Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, dass die reichsten 10% überproportional viel bekommen im derzeitigen System. Das sollte sollte nach Möglichkeit verändert werden. Kinderzeit Plus ist auch wichtig, weil gerade die Zeit, die Babyphase, zu einer Divergenz führt in Erwerbsbiografien von Männern und Frauen. Und mit einem Modell, das halt eher auf Vollzeit nahe Teilzeit bei beiden Eltern geht, kann man das wahrscheinlich verringern. Vielen Dank. Liegt ja noch auf der Zunge bei Frau Eschen zu ergänzen, dass wir als Abgeordnete ja auf das Schiff mit der Nationalen Armutskonferenz gegangen sind und nicht mehr runter konnten und wir uns intensiv konfrontiert sahen mit den Erlebnissen von Menschen in Armutserfahrung. Sicherlich auch für alle Abgeordneten, die das mal gemacht haben, eine sehr prägende Erfahrung. Wenn wir beim nächsten Mal das Emotionsniveau noch ein bisschen senken könnten, bevor wir aufs Schiff gehen. Im Laufe der Diskussion wurde es dann ganz klasse, aber ich hatte die unangenehme Situation anzufangen. Es war nicht so einfach, aber es war gut, dass wir es gemacht haben. Vielen Dank auch für die Einladung. So, jetzt haben wir noch eine sogenannte freie Runde. Da habe ich nur eine Wortmeldung. Herrn Birkwald. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde ja am liebsten jetzt das BMAS fragen, warum sich die Ministerin nicht einer Plenardebatte zu den Ergebnissen des Armutsberichts stellt. Aber das ist hier leider nicht erlaubt und deshalb richte ich meine Frage an Frau Eschen. Frau Eschen, was halten Sie denn davon, dass der Armuts- und Reichtumsbericht und auch die Stellungnahmen der Sachverständigen nach derzeitigem Stand nicht im Plenum des Deutschen Bundestages diskutiert werden? Frau Eschen. Ich denke, das ist eine total vertane Chance. Es ist ein so wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, das ist hier angesprochen worden, wie es auch um die Frage des Demokratieverständnisses und der Beteiligung geht. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sich so viel Mühe macht, dass man so viel Energie da reinsteckt, dass man die Kontroversen auch immerhin auf den Tisch legt, dann muss das auch weiter diskutiert werden. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn das so sein sollte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das Ministerium darf ja nicht antworten in einer Anhörung, das ist blöd, aber wir haben eine Ausschusssitzung, wo man darüber diskutieren kann, das will ich auch noch mal deutlich sagen. Frau Kolbe ist dran. Ja, das Herr Professor Bockmann, meine letzte Frage geht an Sie. Das Thema individuelle Perspektive von zum Beispiel Armutsbetroffenen hat hier eine größere Rolle gespielt. Sie sind Sozialforscher. Was sagen Sie, welche Rolle könnte und sollte so etwas spielen, zumal Sie ja auch beispielsweise Studien gemacht haben, wo Sie Kinder befragt haben zu ihrem persönlichen Lebensumfeld? Das war an Herrn Professor Bockmann, bitte sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, in der Tat, die Methodik schreitet natürlich voran im quantitativen Bereich, aber auch im qualitativen Bereich, wo eben auch Kinder befragt werden. Ich erinnere an die sogenannte Bepanthen-Studie, die schon ein paar Jahre alt ist. Und jetzt im Rahmen des ersten baden-württembergischen Armuts- und Reichtumsberichts gab es auch eine weitere Studie, die sich beschäftigt hat mit Kinderarmut, und zwar eben aus der Perspektive der Kinder. Das ist natürlich nicht ganz einfach, das zu erheben. Da wurden Kinder befragt, die jünger sind als 11 oder von 11 bis 14 Jahren. Bei den Jüngeren muss man natürlich damit so ein bisschen Geschichten operieren, aber es kommen sehr interessante Ergebnisse dabei heraus, insbesondere beispielsweise die Wirksamkeit sozialer Netzwerke für die gefühlte Armut und die gefühlte Prekarität. Und ich denke, da diesen Weg sollte man forschungsmäßig auch weitergehen. Als nächster Herr Zimmer, bitte sehr. Zunächst einmal möchte ich dem Kollegen Birkwald ausdrücklich recht geben. Es ist schade, dass wir keine Gelegenheit haben, diesen Bericht im Plenum zu diskutieren und damit auch die Unterschiede in den Bewertungen hier deutlich zu machen. Meine Frage geht an Frau Dr. Niehus. Ich habe Sie, glaube ich, eben richtig verstanden, dass es kein großer Schaden ist, dass die Studie von Schäfer nicht in den Armuts- und Reichtumsbericht mit aufgenommen wird, weil sie doch durchaus methodische Unzulänglichkeiten hat. Nun hat der Kollege von der AWO ja sozusagen die Responsivität erneut aufgebracht und gewissermaßen unterstellt, dass es eine Responsivität oder quasi ein Kausalzusammenhang gibt zwischen Besserverdienenden und Entscheidungen im Deutschen Bundestag. Können Sie vielleicht methodisch da einiges zur Aufklärung leisten? Frau Dr. Niehus mit einer kurzen Antwort, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht lässt sich aus einem Zusammenhang, inwiefern die Charakteristika von Bürgern und welche Politik durchgesetzt werden, keine kausalen Schlüsse ziehen. Also die Formulierung, dass Einfluss genommen wird, lässt sich somit daraus nicht ableiten. Also das ist sicher, also insbesondere wie es dann in der Formulierung übertragen wird, lässt sich nicht ableiten. Also genauso könnte man sagen, das ist immer die Problematik mit, wenn man Einflussfaktoren identifiziert, wahrscheinlich könnte man auch gleichermaßen sagen, dass höhere Bildung quasi oder dass die Präferenzen von denjenigen, die eine höhere Bildung haben, eher umgesetzt werden. Und dann hat es schon einen ganz anderen Klang. Und ich würde sagen, in einer indirekten Demokratie ist es wenig überraschend, dass es diesen Zusammenhang gibt. So, zwei kurze Fragen schaffen wir noch. Herr Strengmann-Kuhn. Ja, ich würde gerne eine Frage an Frau Tiefensee von WSI stellen. Existenzsichernde Arbeit ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Was wäre denn aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Maßnahmen, um dahin zu kommen? Auch mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Dr. Tiefensee. Aus Sicht des WSI ist da natürlich ganz besonders eine Tarifbindung wichtig. Also vor allem auch für untere Lohngruppen hat sich eben gezeigt, dass die ja rückläufig war. Da müsste man wieder gegensteuern und vor allem auch im Bereich des Dienstleistungssektors. Da könnte man mit Allgemeinverbindlichkeitserklärungen arbeiten und natürlich auch Mindestlohn einführen war richtig und wichtig. Aber eine Erhöhung des Mindestlohns wäre sicherlich auch hilfreich. Vielen Dank. Und eine kurze letzte Frage von Frau Kolbe. Ich wollte vor allen Dingen feststellen und mich freuen, dass Professor Zimmer noch mal deutlich gemacht hat, dass er das gerne im Plenarablauf diskutieren würde. Und ich fände es schön, wenn wir dazu ein Einvernehmen herstellen könnten, was das genau das auch ermöglicht. An meiner Fraktion scheitert das jedenfalls ganz sicherlich nicht. Das war jetzt keine Frage, aber trotzdem eine Wortmeldung zum Ende der Ausschusssitzung, die vielleicht noch zu interessanten Debatten im Ausschuss führen wird. Das ist gut so. Mir befugt es nicht, als Ausschussvorsitzende dazu etwas zu sagen, aber auch ich glaube, dass dieser Bericht extrem lesenswert und wichtig ist und freue mich, dass wir so eine interessante Anhörung dazu hatten, dass wir daraus hoffentlich viele Erkenntnisse gewonnen haben. Erst hier in der Anhörung, wir werden ihn noch mal im Ausschuss diskutieren und er wird weiterhin ein großes Thema auch in allen sozialpolitischen Debatten sein. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Mühe und Ihren Einsatz hier, der interessierten Öffentlichkeit herzlichen Dank und den lieben Kolleginnen und Kollegen noch eine ereignisreiche, gute und erfolgreiche Sitzungswoche. Ich schließe die Sitzung.